Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Dust und Elysian Tale. In der letzten Folge ist ja ziemlich viel passiert. Das war auch eine ziemlich lange Folge. Und wir haben einiges über Dust erfahren, was einem ziemlich den Kopf durchwühlen kann. Und Zwischensequenz, ich bin ruhig. General Geis? What news, Commander? I did not want to believe it, but Cassius is working with the Moonbloods. He has turned against us. That will be for me to decide. Our paths will cross at the Moonblood camp. Of that I am certain. I will speak with him personally. Is that wise? Our victory is all but assured, Commander. We outnumber them 10-1. We possess superior technology. And we have the element of surprise. But why welcome this rogue element? He has already slain your own soldiers. What more proof do you need that he is a traitor to our cause? Cassius is hardly a rogue element, Commander. The Moonbloods have corrupted his mind, forced him to commit these acts against us. Once I can speak with him, once he remembers who he really is, I'm certain he will return to us. But... Yes, sir. As you wish. Cassius, my old friend, so long as you draw breath, I will do what I can to save your broken mind. I promise. Also General Gaius scheint hier einiges durcheinander zu bringen. Er hält sich wirklich für den Guten, oder wie? So, wir haben das Dämmerwaldbecken gefunden. Hier gibt es noch etwas, aber das gucken wir uns später an. Jetzt wollen wir erst einmal zum verborgenen Hain. Denn da wartet ja auch noch eine Nebenquest auf uns, die ich auch langsam mal erfüllen möchte. Dazu müssen wir erstmal wieder hier durch die ganzen Löcher durch. Und hoffentlich mal zur Abwechslung das richtige Loch finden. Nein, hier nicht. Hier müssen wir klettern und klettern können wir ja zum Glück. Und da geht's weiter. Okay, Blitzbombe wird gebraucht. Bombenfrucht. Warum sage ich immer Blitzbombe? Na komm her. So. Weg frei machen bitte. Danke. Aua, das war nichts. Das hier dürfte der Weg weiter sein, oder? Hier geht es auf jeden Fall wieder runter. Gucken wir mal hier kurz nach. Nö, hier geht es einfach nur wieder runter. Und hier geht es zurück. Okay. Und hier unten war nur eine Truhe, gell? Hier. Eine leere Truhe. Da müssen wir wirklich hier hoch. Wir müssen gucken, dass wir hier drüber weiterkommen. Ja, hier durch. Ah, das ist gemein. Jetzt müssen wir in die Richtung weiterrutschen. Gucken, was hier Schönes ist. Hier ist der Weg weiter. Okay, dann wollen wir erstmal kurz hier lang gehen. Und hier die Secrets einsammeln. War das alles jetzt? Ja, war alles. Jetzt wollen wir hier durch und nach oben. So, mit dem Doppelsprung klappt das viel einfacher schon mal. Und hier ist ein Save Point sogar. Und das hier erinnert mich jetzt wieder ein bisschen an die Sorgenwiese. Ja. Und das wird wohl die Freundin sein, die wir suchen sollten. Are you Sarahi? Don't worry, I'm a friend. Please, just stay back. Ah, da ist er. Sarahi. Mosca? Mosca, is that you? Okay, sind wir ganz umsonst hierher, hm? Yes, Sarahi, it's me. Ach stimmt ja, der wollte uns folgen. Oh, Mosca. Denim was destroyed. Everyone was killed. I was so scared. You don't have to worry anymore, Sarahi.
My friend Dust here. He stopped that menace in Denim. Those monsters destroyed my home, Mosca. I don't know what to do. We'll go back to Aurora, okay? You and me. We'll figure something out. Will you two be all right? I think so, Dust. Thank you for everything. A single survivor in the whole village. One is better than none. Come on, let's get out of here. Ja. Wir verschwinden gleich von hier. Noch den Stein einsammeln, den können wir auch gleich benutzen, um uns hier raus zu teleportieren. Weltkarte bitte. So, wo wollen wir als nächstes hin? Ich würde mal sagen, in den Wald. Oder zum Schützenpass. Ich mache nämlich jetzt mal Off-Story-Sachen und gucke, dass ich die Gebiete hier noch alle abgrase. Ach, Schützenpass klingt gut. Dann können wir uns nämlich von hier nach da oben hinarbeiten und den Rest einsammeln. Und auch der Schmiede mal wieder einen Besuch abstatten. Nein, hier ist bloß der Teleporter hoch. Den wollen wir noch nicht. Ich will einfach hier lang. Es gibt nämlich sogar ein Gebiet, sehe ich gerade, wo wir noch gar nicht waren. Und hoffentlich droppt ihr auch ein paar Speere, wenn ich euch hier vermöbel. Früchte und Haut habt ihr schon mal dabei. So, du weg. Noch andere Haut und ein leckeres Törtchen. Also um Essen brauche ich mir keine Sorgen mehr zu machen. Ich töte einfach alles, was mir in den Weg kommt. So. Hier unten ist nichts. Der Schützenpass sieht echt. Okay. Da unten muss noch irgendwo was sein. Irgendwas, was ich übersehe. So, weg mit euch. Wahrscheinlich da drüben, oder? Au, jetzt habe ich vor lauter Gucken nicht auf die Gegner geachtet. So, einer weg. Nein, hier ist auch nichts. Wo übersehe ich was? Vielleicht doch unten beim Teleporter. Läden sind aufgefüllt. Ups, jetzt bin ich raus aus dem Schützenpass. Das wollte ich nicht. Dann gehen wir noch mal hier unten rein. Ah ja, hier geht's weiter. Und hier brauche ich eine Bombenfrucht. Ha. Okay. Das erklärt einiges. Dann hoch eine Bombenfrucht besorgen, würde ich mal sagen. Und ja, ich werde vielleicht am Anfang dieser Folge einen Link machen für diejenigen, die diese Aufklärungs-, also 100% Folgen überspringen wollen, dass ihr gleich wieder zur Story kommt, wenn es dann soweit ist. So, dich brauchen wir. Ich nehme da einfach mit. So. So, komm, Bombe. Geh auf Tür. Weiter mit der Bombe. Und hier hoch. Und ein Schlüssel. Ja, immerhin. Ich würde sagen, wir arbeiten jetzt dann von oben nach unten weiter. Ja, weil hier landen wir dann direkt beim Speed. Oder fast direkt, besser gesagt. Die müsste ja hier oben sein. Können wir einfach mal vorbeigucken. Ah, my favorite customer. What can I do for you? Ein Wort wechseln? So, let's talk.
Okay, hast du noch mehr als Familie? I noticed it's only you and Maddie up here in the past. Is it just you two? Not all the time, no. My father still runs the forge, but he's usually away on business. Right now, he's somewhere across the sea, hunting down new minerals and ores. He's always trying to make better weapons and armor. Sounds like he's always pretty busy. Yeah, but I get along fine by myself. And Maddie too, of course. I meant to ask before. Does Maddie have a problem with me? What? Well, it's just... he seems to grumble a lot around. I can attest to that. Lots of grumbling. I really can't say, Dust. Maddie, do you have anything to say? Ja, grummelt er so. Well, I hope that answers your question. Not really, but... Let it go, Dust. Just let it go. Ja, okay, das haben wir schon need alles. Need anything else? Ja, gucken wir mal, wir wollen was herstellen. Hier haben wir ja schon das Beste, aber den Schneeanzug hätte ich gerne. Obwohl, hätte ich den gerne? Need anything else? Thanks, Dust. Don't be long coming. Gucken wir mal kurz, was habe ich denn an? Ah, ich habe die Bergsteigerausrüstung schon an. Die ist besser. Und hier habe ich auch schon den besten Anhänger, oder? Ja. Macht zwar keine Regeneration, aber ansonsten auch alles gut. Dann ist ja gut und wir können wieder runter. Und zwar auf dem schnellen Weg, so. Hier ist das Resonanztor, das bringt uns aber auch nur wieder zum Portal zurück. Wir wollen die Schätze hier einsacken. Erstmal die Jungs hier ein bisschen Ketten explodieren lassen. Genau, da oben wollen wir lang, hä? Kann ich mir vorstellen, dass wir da oben lang wollen. Ja. Drei Schlüssel. Kurz mal Autosafen. Und Quicksafen, ja. Das geht in dem Spiel nicht. Kurz Autosafen und dann hier weiter. Ah, hier gibt es auch noch Resonanztore. Zwar mehr. Wow. Abgefahren. Grünes Resonanztor und noch mehr. Steine. Wo bin ich jetzt hier gelandet? Das kommt mir irgendwie ein bisschen vor. Okay, gelbes Ding haben wir noch gar nicht. Ah, und hier hoch können wir auch nicht, hä? Nein, können wir nicht. Versuch's nochmal. Nein. Nein, können wir nicht. Wir können nur runter zu's. Okay, hier geht's erstmal noch nicht weiter. Dazu brauchen wir erst noch einen Resonanzstein. Und zwar einen gelben. Was für Resonanzsteine haben wir denn bis jetzt alles überhaupt? Blau, Rot, Weiß, Purpur. Okay, dann fehlt uns also noch einer. Mindestens. Mal gucken, wo wir den herkriegen. Ihr könnt euch mal da verabschieden. Au. Das war nicht so gut. Und jetzt brenne ich auch noch. Wow. Ja, das war jetzt ziemlich riskant. Na kommt. Hoch? Will ich da hoch? Ja, bin ich. Wow. Ja, ich mach's gerade ziemlich auf Risiko, ich weiß. So, weg mit euch. Und ich brenne wieder. Aber ich heile gegen. So. Die Bomben ignorieren wir einfach mal. Ja. Mal kurz gucken, wie viele von diesen... nein, ich will Materialien. Wie viele von diesen Speerspitzen habe ich jetzt?
5. Und ich brauche 8. So, Autosave. Und dann würde ich sagen, an der Stelle gibt es erstmal wieder einen Cut. Bis gleich.